Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Philos TV. Es ist wieder soweit, wieder eine neue Episode Let's Play Together the Forest. Projekt Teichbasis ist in der Entstehung. Natürlich wieder mit dabei Kodiak, der kleine liebe Schlumpf. Vielleicht solltest du dir in Zukunft mal vorher überlegen, was du laberst, bevor du loslegst. Hallo! Das ist ja hier schon ein bisschen, ne? Impro-Theater Genau, quasi. richtig. Ja. So. Du hast jetzt was zu essen mitgenommen und hast mir natürlich nichts mitgegeben, richtig? Warum sollte ich dir auch was zu essen mitnehmen, wenn du selber zugreifen kannst? Mein Gott, Junge. Ja. Was hast du jetzt eigentlich für ein Ding da gebaut? Also, was ist das für ein Fundament da im Wasser? Das Ich ist denke mal, dieses freies unter Bauen und freies dann. Bauen. Da dieses eigenes Fundament oben links. Ah, okay. Weißt du? Also ich hab dann einfach nur so einen Stab, der im Wasser ist jetzt gerade. Ja, ich auch. Der macht daraus, aber der zieht die dann quasi halt zusammen und legt dann quasi so Holzpaneele drüber. Okay, dann kannst du hier auch noch mal kurz eine Plattform bauen. Also ich krieg das. Ich fang noch mal, ich back noch mal, ich pack noch Hilfe! mal ein bisschen Holz weg. Weißt du? Ich räume mal eben kurz hier den komischen. Hilfe! Was hast du denn? Hilfe! Was hast du am Hintern oder was? Boah, Fisch. Menno. Du hast Hunger, findet was zu. Ich habe jetzt mal ein provisorisches Holzlager gebaut und hole Ja. mal die nächste Holzladung. Ah, okay. Muss mir mal kurz hier das Feuer anschmeißen, um mir mal irgendwas zu Also es essen. ist halt super Profi. Ja. Du weißt, was ich sagen will. Hab ich nur gehört. So. Muss mir nochmal erklären, was du letzte Mal meintest mit. Du wolltest ja irgendwas rüberbauen wahrscheinlich, ne? Genau, da wo jetzt meine Baumstämme liegen, da Ja. musst du noch mal eine Plattform ins Wasser bauen, damit wir dann über diese Plattform quasi hinhüpfen können und die Baumstämme anbringen können. Weil da kannst du nämlich von der Insel aus wahrscheinlich relativ leicht, also quasi eine Plattform zur Insel, die da ist. You know what I Ja, mean? habe ich verstanden. Ich versuche mal. Ich war da irgendwo auch. Ich zweifle zwar, dass du das verstanden hast, aber okay. Ah, okay. Also für die Zukunft, die Bäume, die man fällt und dann nicht einsammelt und dann abspeichert und aus dem Spiel geht, die sind verloren. Oh. Ja. Oh. Das waren einige, ne? Das waren einige. Ich habe da quasi eine halbe Nacht habe ich hier gefällt. Ja, nice. Cool. Irgendwo war doch hier so ein verdammter Steg, den man bauen konnte. Oder ich musste auch hier. Sieht ähnlich aus wie ein Steg, aber ist. Mal von vorne. Plattform, die Plattform kann ich dann. Ja, muss ich hier wohl auch. Das muss ich essen. Genau. Iss Das dir ist erstmal eine wichtig. Kleinigkeit, Richtig, richtig. damit du was auf die Rippen bekommst. Deine Brüste Genau. müssen noch wachsen. Deine, was hast du? Hä? Ja? Ja, drin. Bist du nicht gerade in der Trainingsphase, dass deine Brüste größer werden? Genau. Aber wie schnell verkohlt denn dieses Fleisch hier? Mann. Ja, was ist das denn? Ein Waschbär? Was will denn der Waschbär von mir? Ich glaube, den muss ich jagen. Jag ihn, wo ist mein Bogen? Da, wo ist der Waschbär? Waschbär, wo bist du? Scheißhase. Oh ja. Hä, wo ist der Waschbär hin? So. Ist das den Waschbären? Wir müssen uns jetzt mal hier um wichtigen Dinge kümmern. Du, der hat so ein Fell, das wir wahrscheinlich brauchen. Aber der ist weg. Er war zu intelligent Ja, für ey, mich. war da irgendwo ein scheiß Steg, den man bauen konnte? Sag mal, bin ich doof oder was? So wirklich weg. Block bitte, nein, trocken. Da ist er. War noch nicht. Bist du ein Ja kleiner gut, da muss Hund? ich auch noch mal eine. Bam, erwischt! Moment hin. Haben wir erstmal das Fell geholt von dem. Und das gute Fleisch. Lalalala. So. Mein Töff-Töff ist wieder voll. Deswegen komme ich mal zurück. Was ist denn ein Töff-Töff?
Töff gleich Magen oder was wolltest du mir damit sagen? Nee, Töff gleich Fahrzeug. Mein komischer Baumwagen. Hast du jetzt die Plattform mal langsam fertig? Die ist gerade im Bau, ja. Also Also noch ich nicht. Gut. Hättest du auch einfach nein sagen können. brauche noch ein paar Holzstämme, aber du bist ja irgendwie zu langsam, um da Ich scheiß bin doch Holz. schon da. Du bist ja Ich bin immer noch auf der schon Suche nach unterwegs. deinem komischen Waschbären. Ja, Junge, wir brauchen den Waschbären für sein Fell. Weißt du, der hat so ein spezielles Fell, das wir für ganz viele Rezepte brauchen. Zum Beispiel? Auf jeden Fall mache ich damit einen Spanngurt, mit dem ich dich strangulieren werde. Ja, du kleiner Freak. Arschkrampe. Bitte? Nix, Pass nix. mal auf. Sonst fliegst du aus meinem Stream raus. Sonst suche ich mir einen neuen YouTube-Partner. Ich habe Als ob wir das jetzt streamen würden. lange genug In mit den dir Videos ertragen. auch. Scheiße. Hoffe mal, dass wir Sieht hier ja gar nicht gleich. mal so schlecht aus. Kann man da schon rüberlaufen? Eins? Nee. Nein, da fehlen noch welche. Es wird natürlich ein Spaß, das Ding wieder abzubauen. Ja. Los geht's! Doch, doch, doch. Und jetzt mit einem Sprung. Ah, Mist. Das ist doch scheiße, ey. Ja, oder wir. Warte, und! Einen hast Einen du habe nicht ich vor. gebraucht. Yeah. Ne, das probiere ich auch mal. Und hepp! Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Alter, ist das behindert, ey. Oh Mann. Und spring und. Ah, Mist. Ja, ich glaube, wir müssen hier kurz unser Bötchen ranholen, dass wir das Ja. mal irgendwie Ich kurz fahr zum. das Boot, ich fahr das Boot. Ja, fahr lieber Ich das Boot. bin hier der Skipper, du. Wie du bist du vielleicht. Der Skipper noch. Jemand anderes. Einfach nur eine Bratwurst. Eine absolute Spezialität hier. Ich finde das so geil, dass wir eine Base bauen und da ist jeden Tag laufen da 35 Mutanten rum. Jetzt bauen wir direkt neben so eine Mutantenbasis und hier ist Ich einfach glaube, gar das ist nichts. keine Mutantenbasis. Ich glaube, die Hütten gehören nicht zu einer Ja, aber Mutantenbasis. hier sind ja diese komischen Totenköpfe, diese Totems davor. Oder meinst du, die haben die auch nicht gebaut? Ich denke nicht. Naja, das kann man hier nicht kaufen. Na gut. Passt das? Ja, das müsste passen. Jetzt steht nur das Feuer ziemlich kacke, jetzt verbrennst du da die ganze Zeit. Was verbrennt? Das Feuer steht da jetzt ein bisschen doof. Im Hausboot. Ja. You know what I Dann mean? mach's doch kaputt. Aber versuch das Boot nicht kaputt zu machen. Na, deswegen lasse ich es lieber. Ja, okay, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also man kriegt es jetzt so hin. Supi. Du holst schon wieder Holz oder was? Naja, ich muss mal. Ich wollte mal kurz gucken, dass ich ein paar Knochen mache. Achso. So, hier kommt noch mal kurz ein Knochenkorb hin. So. So. Mein Gott, das ist aber auch hier jetzt hochprofessionell, das Gebilde hier. Schikore. Gibt es hier zufälligerweise auch noch irgendwann einen Trecker, damit man das vielleicht noch ein bisschen beschleunigen kann mit dem Holz rüber schicken? Boah, der kriegt aber auch Gerne. sau schnell Hunger hier immer. Und das ist schon ein kleiner Fresssack. Erstmal hier ein paar Beeren essen. Zack, da ist die Echse tot. Kommt jetzt ins Feuer. Du musst ja halt auch echt immer darauf achten, dass dein Magen gefüllt ist, damit du vernünftig Ausdauer nutzen kannst. Ja, ich habe mir jetzt auch mal diese komischen Energiemischungen gemacht mit diesen Pflanzen, mit Chicorée und Sonnenhut. Ja. Das füllt halt direkt instant wieder auf. Ich habe jetzt auch irgendwo, ich habe hier so Aloe Vera Samen. Könnte man Ja, vielleicht auch sehr gut, mal. sehr gut, sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.
Verarscht du mich gerade wieder oder was soll die? Was soll diese Aussage? Ah, pass mal auf. Du hast ausnahmsweise mal was richtig gemacht und ich mache dir ein Kompliment. Wo ist denn jetzt das Problem? Dir kann man nicht trauen. Du bist ein mieses Stück. Okay. Ich führe es jetzt nicht weiter aus, aber du weißt, was ich meine. Nö. Ja. Da renne ich immer den Karren hier hoch. Ganze Feuerzeug hier rum. Über den Karren zu mir. Ja, warte mal kurz. Da hinten kurz hier ein paar Fischis. Ich finde das cool, dass man hier immer wieder vom Spiel verarscht wird. Dass diese Fische sich nicht aufspießen. Mann! Sag mal. Ich glaube, es hackt. Nee, ich bin am Sägen. So. Hier so viel Fisch. Jetzt bringen wir mal hier den Wagen hoch. Ja, komm ich. Komm mal. Wo ist er denn? Ich muss mal kurz hier die Knochen hier rausholen. So, Knochis. Das muss ich mal kurz meinen Speer verbessern. Hier Knochen. Fertig. So, kann man jetzt nochmal upgraden? Mal upgraden. Vergiften kann man den noch. Was ist denn das für eine komische Beere? 4 Stück von diesen komischen Beeren. Habe ich nicht. Kann ich pflücken? Wo kann man die pflücken? Hier den noch. So, jetzt komme ich. Wo bist du? Ach, da oben. Ich hab's gesehen. Nach vielen Stück. Holz. Lust habe ich auch, du. Na, hier ist ein See, kannst du direkt rauslaufen. Ah, nein. Was denn? Wie viele Karren hast du jetzt gebaut, ey? Ich hab ein bisschen aufgerüstet. Das war der Holzfäller hier. Vielleicht sollten wir dir auch, wenn du jetzt mit My Time at Porsche am Ende bist, vielleicht einfach mal einen Simulator, irgendwie so ein, nicht Landwirtschaftssimulator, sondern, weiß ich nicht, Forstwirtschaftssimulator oder so. Ja. Gibt's halt ja. Wir können das ja auch zu zweit spielen. Ich pflanze die Bäume und du kannst sie dann abholzen. Geile Idee. Ja, nicht? Kann man mal in Angriff nehmen, du. So, da ist der nächste auch schon wieder voll hier. Ey, alles reden. Wenn du den unten hast, dann komm mal direkt und hol noch den nächsten ab. Da wird das noch so lange passiert, solange es noch halbwegs hell ist. Jetzt hast du ja wieder Probleme, den da vernünftig hinzubekommen. Ich fahr jetzt auch gleich wieder direkt los. Ich hab nicht zugehört. Ich hab mich gerade von du sollst den jetzt wegbringen. Ja. Den Schlitten und dann kommst du direkt wieder hoch und holst den anderen hier noch ab. Ja, okay. Gut. So, ein Baumstamm ist ja noch irgendwo liegen. Okay. Wo liegt hier noch ein Baumstamm? Was ist los? Hat irgendwas geschrien. Ja, passiert wohl hin und wieder mal in diesem Spiel. So, ich komme zurück, mein kleiner Papa-Worm. So, Karren ist auf jeden Fall voll. Nochmal direkt hinschieben. Ja, die Lichtung muss so ein bisschen an Bäumen einbüßen. Den Baumbestand ein wenig dezimiert. So, da ist jetzt noch einer, oder was? Ein Karren ist da noch, ja. Lalalala, I'm singing in the rain. So, ich jetzt schon so langsam, aber sicher ein bisschen dunkel hier. Zack, ist das ein kranker Speer, ey. Was hast du denn jetzt gebaut?
Was hab ich gebaut? Was für ein Speer hast du dir gebaut? Ich hab den nur upgegradet. Ich hatte ja, wie gesagt, nur den normalen, einfachen Speer mit, also quasi zwei Stöcke kombiniert. Ah. Ich glaube, ich habe im Inventar auch noch eine. Oh oh. Noch einen Schildkrötenpanzer. Ich könnte also gleich mal wieder. Ja. Hat das schön regnet, ne? Si, Senor, si. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Okay, das war's schon wieder mit mit Tag. Cool. Gefällt mir. Jetzt sehe ich die Steine noch besser, gegen die ich hier fahre. Ja, das Feuer hier mal wieder entzündet. In der Hütte. So, jetzt hier da kann man sich immer mal kurz einmal auftauen. Was ist das dunkel hier? Baumharz. Gut, müssen wir auch noch machen. Ja gut, Baumharz haben wir mittlerweile echt genug. Was ist denn? Und? Ja, wo ist es denn jetzt? Da, das ist doch. Nein, nicht Essen anmachen. Ich muss hier mal kurz aufwärmen. Ich hab hier auch ein Feuer, Leute. Wow. Welcher Hütte? In unserer Floßhütte. Alter, wie laut ist dieser Regen? Ja, hat was. Hast du die Karre noch rüber gekriegt oder trägst du die einzeln? Nee, nee, ich trag. Das geht schnell. Hä? Nimm ihn mir. So. Was? Nimm ihn in den Mund? Nee. Junge, spiel mir nicht ins Gesicht. Also das hat irgendwie nicht so gut geklappt, wie ich hier vorhatte. Ja, dann hast du Scheiße gebaut. Da muss das Feuer erstmal wärmen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier C drücke? Witzig, du bist so witzig. Ich wette. Ich komm auch nicht, ich kann das. Irgendwie ein bisschen buggy hier. Ich kann das jetzt nicht jedes Mal hier direkt ranbauen. Da, warte, da war. Da. Zack, zack. Komm, nimm die Baumstämme in die Hand. Jo, was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Das kann man leider auch nicht anders hinstellen. Also man muss es so machen. Anders geht's leider nicht. Mein Gott, wir sind aber auch ein paar Profis. Ja, ich denke, es kommen auch jetzt bald wieder Kommentare drunter. Was zum Teufel macht ihr da? Ja. So war das nicht gemeint. Wieso baut ihr nicht einfach... Wieso nehmt ihr nicht einfach dies, das, kombiniert mit dies, mit dem und dann baut ihr einfach... Aber es wird. Es sind nur noch... 35 Millionen. Ah ja, 86. Ach, 86. Eine Million noch. Wo steht der denn hier so weit oben? Kann nur Danny hier hingefahren haben, die Karre. Ja, da war es schon so dunkel und ich wusste nicht mehr, wo ich langfahren soll. Ah, genau. Politiker. Ja. Dann fahre ich doch hier runter. Oh ja. Zu ja, dann mach es doch. Ja, ich hab's schon längst gemacht, weißt du? Du solltest es einfach mal tun und aufhören, die ganze Zeit rumzuholen. Arbeite lieber für das Geld, was ich bezahle. Scheiße. Ich hab wieder ins Wasser gesprungen, ey. Ich fühl mich so ein bisschen wie du. Ich muss ihn mal aufwärmen hier. Weil eben kurz ein bisschen warme Luft schnuppern. Wie viel Baumharz hast du denn? Also ich hab nur 3. Ja, du bist ja auch gerade gestorben vor kurzer Zeit. Auch sau schlecht von dir mal wieder. Also ich habe 163. Nee, es ist wie gesagt einfach nur der Speicherstand gewesen, der weg war. Nee, nee. Und ich nackt war. Du warst einfach nur schlecht. Zack. Komm, keine Müdigkeit vorpushen. Weiter machen. Bin ich doch schon unterwegs. Ja, schneller. Ich will ja Ergebnisse. Boah, das ist echt... Spiel The Forest, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt.
Dann spiele ich hier mit so einem Vollidioten. Ne? Und die Aliens Wasser schubst, aber hat nicht funktioniert. Die sind nicht so leicht zum Schubsen. Du schubsen. Zum Schubsen. Zum Schubsen, da. Ja, ohne Witz, das ist echt kalt, ne? Ja, ich muss mich auch wieder aufhören. Ey, geh mal weg da, du Fetti. Ich muss ans Fenster. Ey, beruhige dich. Fang ich nicht so an. Ich würde mal interessieren, was diese Tarnrüstung bringt. Bist du getarnt? Ja. Ja, wo ist jetzt das Problem? Schön, wie es durchs Dach regnet. Sowas mag ich ja nicht in Computerspielen, ja, wenn das so schlecht animiert ist. Aber gut. Irgendwelche Nachteile muss das Spiel haben. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ja, du hast mich geblockt. Habt ihr das gesehen, liebe Zuschauer? Habt ihr das gesehen? Frechheit, ey. Frechheit. Geh mal lieber Holz hacken, alter Bob. Nee, ich glaube, das wird heute Nacht nichts mehr. Klar. Ich krieg den Karren da doch gar nicht hoch. Ich kann doch gar nichts sehen. Ja, ich schieb den Karren hoch und du. Ja, jetzt auch. Fängst an zu fällen. Ich muss mich wieder ein bisschen aufwärmen hier. So. Drittel haben wir. Wärmen, oh, Drittel. Soll ich dich wärmen? Komm. Nein, bitte nicht. Komm, ich mach meinen Speer. Ich zünde ihn an, dann kannst du da reinrennen. Hast du wieder rohes Fleisch gegessen? Nee, nicht abgekochtes Wasser. Ah, sehr gut. Profi. Irgendwas ist immer, ne? Ich habe auch schon wieder Hunger. Ist der Fisch da wohl schon getrocknet? Wo? Oben im Lager. Da hängt so viel Fisch, da muss irgendwo fertiger Fisch bei sein, ja. Dann geh ich mal kurz hin. Bring mir auch mal einen mit, bitte. Nö. Danke. Wir müssen gucken, wo der ist. Fischi. Fischi. Ich finde hier keinen Fisch. Nicht mal das kriegst du hin. Es ist so dunkel, ey. Das mein dumm, Gott. Ey. Du bist so richtig dumm. Ich komme wieder zurück. Es ist mir jetzt zu so dunkel. Außerdem friere ich. Na, hoffentlich erfrierst du. Könnte passieren. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Klamotten basteln. Und hier wird auch noch irgendwas drin. Ist die Nacht in diesem Kackspiel eigentlich genauso lang wie der Tag? Ja, gefühlt schon. Gefühlt länger irgendwie. Bist du? Oh ja. Okay. Vergiftete Waffe, 4 von diesen Beeren. Wie sammelt man denn diese Beeren? Ich weiß es nicht. Ich will keine Beeren. Ich will meine Waffe vergiften. Echt warum? Echt damit vergiftest du dich dann höchstens noch selber, also lass es lieber. Ja, aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Die Nacht ist leider noch nicht vorbei. Wir haben jetzt erstmal das ganze Holz, was wir hatten, verbaut. Ich denke, wir kriegen diese nette Plattform auch noch fertig, spätestens in der nächsten Folge, wenn Kodiak mal mit dem Holzfällen hinterherkommt. Falls euch gefallen hat, lasst bitte und gerne ein kostenloses Abo da. Bla. Bei Cody kommt das wieder, ja, wenn es euch nicht gefallen hat. Trotzdem. Also wenn nicht euch gefallen hallo, hat, hallo. Entschuldigung. Wenn der Kuchen spricht, ne? Und die Krümelpause. So. Wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.